ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's allen gut. Willkommen zu meinem neuen DM-Haul. Ich habe wieder einiges Neues eingekauft und zwar aus dem neuen Sortiment und habe das auch schon getestet und kann euch Reviews dazu geben. Und ich habe mir noch so ein paar Herbst-Must-Haves geschnappt. Wenn ihr da noch Lust habt, dann schaut doch auch bei der lieben Nancy vom Kanal Mami Seelen vorbei, denn sie hat heute auch ein DM-Haul hochgeladen. Und das verlinke ich euch auch nochmal unten das Video und dann kriegt ihr einfach noch mehr Shopping-Inspiration. Schadet nie. Fangen wir natürlich mit dem allerbesten und coolsten an. Da ist sie, die Volume Miss Manga Mascara von L'Oreal mit meinem Design drauf. Ich bin so happy, dass es endlich soweit ist. Wer mir auf meinen Social Media Kanälen und überhaupt schon länger folgt, weiß Bescheid. Das ist mein Design, das ich eingereicht habe und das Voting war einfach mit Abstand das höchste bei meinem Design. Und ich danke euch so sehr dafür, für alle, die mich da unterstützt haben. Und ja, deswegen gibt es sie jetzt im Laden und ich bin einfach so happy und stolz darüber und bin einfach so glücklich, das jetzt zu sehen, weil ich finde das Design immer noch so wunderschön. Das Produkt ist natürlich auch sehr gut. Ich meine, ich mag die Miss Manga Mascara sowieso. Es gibt auch eine Verlosung. L'Oreal war so lieb und lässt mich nochmal 30 davon verlosen. Das Ganze findet auf Instagram statt, weil es einfach von den Verlosungsprinzipien besser ist. Also mein Insta-Account ist in der Infobox und da findet ihr das Bild dazu. Und alle weiteren Informationen stehen dann unten. Falls ihr auch eine bekommen wollt, 30 von euch können das jetzt. Und ja, ich wollte es euch einfach nochmal hier im Video zeigen und ich liebe sie sehr. Dann ein weiteres neues Produkt, Essence Liquid Ink Liner in der Matt-Version. Deswegen habe ich mir den gekauft. Das fand ich eigentlich mal was Cooles Neues. Also der Pinsel ist sehr gut und fein. Man kann theoretisch damit gut malen. Und er trocknet wirklich matt. Es sieht trotzdem irgendwie nicht aus wie Gel-Eyeliner. Das war meine Hoffnung. Aber ich finde, er ist so ein bisschen bröckelig. Vor allem, wenn ihr dann nochmal drüber geht. Also, ich würde mir jetzt nicht nochmal kaufen. Er ist ganz nett. Er ist okay, aber war jetzt nicht irgendwie die Entdeckung des Jahres. Und ein weiterer neuer Eyeliner ist von Essence, der Superfine Eyeliner. Den finde ich sehr gut. Also der hat wirklich eine mega feine Spitze. Das ist mir immer viel lieber und ich komme damit besser klar. Und ja, ich war eigentlich sehr zufrieden und kann euch den für kleines Geld empfehlen. Er könnte noch ein bisschen intensiver schwarz sein für meinen Geschmack. Aber ansonsten fand ich den ganz gut. Dann hatte ich euch ja letztens ein neues Drogerie-Dupes-Video hochgeladen. Und der Trended Up Contour Glide Eyeliner in der 020 war ja ein Dupe zum MAC Velvet Teddy und daher eine große Empfehlung, denn für kleines Geld könnt ihr den nehmen. Und ich liebe es, meine Lippen einfach nur mit Lip Liner auszumalen, dann sind sie direkt matt. Sie sind direkt umrandet und meistens halten die auch sehr gut und der hier hält auch wirklich sehr gut. Weitere Lip Liner, den finde ich so okay, von Catrice Long Lasting Lip Pencil Vintage Rose. Das ist wirklich ein sehr heller Nude-Ton, eigentlich auch ein wunderschöner Nude-Ton. Ich finde den nur ein bisschen trocken. Ihr wisst ja, mein All-Time-Favorite Lip Liner ist ja der Upper Brown Side von Catrice. Und irgendwie habe ich jetzt zum zweiten Mal eine andere Nuance gekauft und bin gar nicht so glücklich mit der Formulierung. Und für glossige Lippen, das ist auch relativ neu bei Catrice, Shine Appeal Fluid Lipsticks sind das. Und die Farbe ist Rose Would You. Die schreiben da über Rose drauf und natürlich kaufe ich das alles. Und alles ist in so einem schönen Rosenholz-Nude-Ton. Das könnt ihr euch vorstellen wie ein sehr dickes Gloss eigentlich. Also der trocknet dann auch nicht matt. Der ist halt einfach so sehr dick. Sehr schön, wenn ihr wirklich diese Wet Lips möchtet und wenn ihr einen schönen flüssigen Nude-Ton sucht. Ebenfalls ein flüssiger Lippenstift, aber das ist jetzt einer, der nicht so diesen Gloss-Effekt hat, sondern der trocknet dann an. Und ist so ein Zwei-Phasen-Ding. Der ist von Maybelline. Das sind diese 24 Hours Color Lipsticks, also die auch wirklich richtig mega halten sollen. Da macht ihr erst die Farbe drauf und dann diesen durchsichtigen Stift und dann glänzt das Ganze noch. Hatte ich euch ja in meinem Vamp-Tutorial gezeigt. Die Leute waren gespalten, ob sie den jetzt gut finden oder nicht oder zu dem Augen-Make-up. An sich muss ich auch sagen, ich hätte gerne nochmal einen dunkleren. Das war der dunkelste Lippenstift oder flüssige Lippenstift, den ich in der Drogerie gefunden habe. Und das ist, achso, die Farbe ist Burgundy oder Burgundy Kiss oder irgendwas mit Burgundy. Was ich aber sagen kann, ist, er hält wirklich mega. Er ist kussfest und durch diesen Stift, der da drauf kommt, ist das auch nicht zu trocken und nicht so eine Wüstenlandschaft auf den Lippen. Und dann bleibe ich mal beim Thema Lippen. Ich habe sehr trockene Lippen jetzt bekommen, als der Herbst eingesetzt hat. Und ich habe dann, hole ich so tief Luft, BB Intensive Care mir gekauft, weil ich einfach vor diesem Pflegestiftregal stand und gesagt, okay, wo steht mega super Hydra Pflegen für ganz trockene Lippen. Und den finde ich sehr gut. Das ist wirklich so ein toller Notfall-Lippenbalsam, wenn ihr ganz trockene Lippen habt, wenn ihr rissige Lippen habt. Und ich hatte hier sogar im Mundwinkel so eine kleine Wunde und alles ganz trocken. Soforthilfe steht da auch, also von BB, den kann ich sehr empfehlen. Hab mir dann sicherheitshalber einen zweiten geholt, noch von Alverde Intensive Lippenbalsam mit Granatapfel und Karité-Butter. Also ich fand jetzt nicht, dass der wirklich intensiv pflegt. Er pflegt ganz nett.
Und er ist wirklich sehr, sehr fettig auf den Lippen. Und wenn das dann eingezogen sind, fühlen sich die Lippen zwar weich an, sehen aber nicht weich aus und glatt. Also das fand ich jetzt nicht so gut. Und dann habe ich mir ein paar neue Nagellacke gekauft. Und zwar von Trended Up eben. Den Tipp habt ihr mir auch gegeben. Ich habe mir eben so zwei Herbstfarben da gekauft. Einmal so ein Dunkel-Burgunderton und einmal, das ist so eine richtige Vampy-dunkle Farbe. Die 110 ist das, der kleine. Und einen davon habt ihr auch in meinen Drogerie-Dupes gesehen. Und von P2, ich glaube auch diese Reihe ist neu, Easy Gel. Die sind eben ein bisschen dicker von der Konsistenz her. Und da habe ich die Farbe Darling Peach mir gekauft und auch das war ein Dupe. Wunderschöner heller Nude-Ton und ich habe mich sehr darüber gefreut, dass es so eine schöne, günstige Farbe da in der Drogerie gibt und den kann ich euch sehr empfehlen. Und auch eine große Empfehlung, bei Catrice gibt es jetzt diese Luxury Nude-Reihe und da gibt es verschiedene Finishes und das hier ist jetzt Soft Matte. Das ist so wie diese Essie Cashmere-Reihe, die letztens rauskam, also das trocknet dann so samtig matt auf den Nägeln. Die von Essie allerdings, die splittern wirklich nach 2 Tagen sowas von ab. Und der hier hat ohne Topcoat wirklich eine Woche gehalten. Das war echt der Hammer. Und es ist eine wunderschöne Farbe. Das ist White and Bright. Das ist so ein Creme-Wollweiß mit so einem rosa Schimmer. Also nicht Schimmer, kann man nicht sagen. Doch, eigentlich ist es ein Schimmer, obwohl er matt ist. Das ist schwer zu beschreiben. Wunderschöne, außergewöhnliche Farbe und die Qualität fand ich klasse. Also guckt euch den auch mal gerne an. Und für die Hautpflege habe ich mir auch was nachgekauft. Nivea Hautverfeinende Clear Up Strips. Das ist ein Set eben aus diesen Strips, die ihr draufklebt und dann nach ein paar Minuten eben wegmacht. Steht aber alles auch drauf und dann sind die Mitesser mit weg. Und das gibt es dann für die Nase und das Kinn. Und die finde ich sehr gut. Apropos Hautpflege, da hatte ich euch, das hatte ich auch ehrlich gesagt wirklich für das Video auch gekauft. Balea Reinigungsöl einmal und das sanfte Reinigungsöl von L'Oreal, weil ich gucken wollte, ob das Dupes sind. Und das von L'Oreal wollte ich schon länger kaufen und habe das jetzt endlich mal gemacht. Und das von Balea war dann sozusagen für das Video. Aber ich bin froh, dass beide sehr, sehr gut sind und ich kann Abschminkprodukte immer gebrauchen. Finde jetzt aber nicht, dass ihr nur mit dem alles abnehmen könnt. Also bei mir zumindest. Ich habe immer so hartnäckige Mascara und Eyeliner drauf. Und ich muss entweder vorher mit dem Bioderma drüber gehen und mache dann aber das nochmal für die Reste. Oder ich gehe danach nochmal mit dem CD-Waschschaum drüber. Schaum. Und dann ist wirklich alles gründlich weg, weil ich schminke sehr, sehr gründlich ab. Und dann, das ist auch so ein bisschen Flop, Alverde fixierendes Spray für ein langanhaltendes Make-up und einen frischen, strahlenden Ton. Was mich daran stört, ist der Geruch. Das riecht so übertrieben kräuterig. Ist nicht schön. Und ich möchte irgendwie nicht, dass mein Gesicht so riecht. Und dann habe ich mir eben noch so ein paar Herbstlieblinge gekauft. Und den kennt ihr schon aus meinem Einherbstvideo von meiner Kind of Autumn Reihe. Den türkischen Apfeltee von Teekanne. Sehr, sehr lecker. Ist auch schon wieder fast leer. Und der geht so. Es gibt ja diese neue Reihe von Teekanne. Da gibt es ja diesen Zitronenkuchentee. Den findet ihr Saski sehr toll. Den gab es leider nicht. Der ist ständig ausverkauft. Den habe ich mir Caramel Apple Pie gekauft. Und der riecht wirklich so lecker. Er riecht original wie ein Karamellapfelkuchen. Wie kriegen wir das hin? Das ist der Hammer. Und schmecken tut er aber nicht so. Also ich finde, er riecht halt so intensiv und so süß und so lecker. Und er schmeckt dann irgendwie sehr fad und irgendwie nicht besonders. Und der hier, der türkische Apfel zum Beispiel, der schmeckt und riecht aromatisch. Und auch was aus der Küche. Sorry, das raschelt so. Ich habe mir eine weitere Version dieses Frühstückspreis von Alnatura, das hatte ich euch auch in meiner Morgenroutine gezeigt, gekauft. Und den anderen habe ich jetzt, glaube ich, schon mehrere Packungen durch und habe jetzt den mit den Beeren schon zur Hälfte aufgebaut. Und ich dachte, ich lege den jetzt auf die Seite. Ich wollte noch im Haul zeigen. Der ist mit roten Beeren sehr, sehr lecker und mit Chiasamen. Ja, ich spreche es jetzt richtig aus. Und noch eine Empfehlung für den Herbst und zwar solche Thermosohlen. Die gibt es auch bei DM. Und ja, die sind einfach, die hatte ich schon letztes Jahr. Die sind wirklich ganz, ganz toll, falls ihr Schuhe habt, die eben selber nicht gefüttert sind. Und bevor ihr kalte Füße bekommt, könnt ihr euch solche Sohlen holen. Oh, das hat sich gereimt. Und dann könnt ihr bei der lieben Nancy, wie gesagt, vorbeischauen und ihrem Video. Der Link dazu ist auch nochmal in der Infobox. Und ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, ihr Lieben. Und bis bald. Tschüss.